Montag, den natürlichen Willkommen zu dieser neuen Folge. Heute haben wir Montag, der erste Montag nach meinem Urlaub. Alles wieder ein bisschen einrichten. Hatte ziemlich viel Regenwetter während meinem Urlaub. Zeichenbeleuchtung gestört. Okay. Ansonsten war es recht erholsam. Bei meinem Fahrzeug hat sich nichts getan. Es wurde keine Kupplung getauscht oder irgendwas sonst derart. Jetzt wäre Zeit gewesen, ne? Egal. Alles gut. Falls heute Morgen drüber vor unsere Werkstatt, da steht unser 946, einer davon. Quatsch, wir haben nur noch eine. Sehen wir mal, ich bin so lange draußen. den lade ich und der geht rüber nach Baumholder. Wird noch halb voll, nur war halb voll. Okay, das sollte passen. Das machen wir heute Morgen jetzt mal und dann schauen wir mal, wie es weitergeht heute. 10 Minuten nach 8 haben wir es zu spät. Gleich an der Abfahrt Baumholder, so rum. Ist an der Baustelle. Das letzte Mal konnte ich nicht reinfahren. Das letzte Mal, als ich hier war, habe ich den Teleskoplader gebracht. Auch schon gefühlt ein halbes Jahr her. Wieder drüber. Könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass ich demnächst raus muss abladen. Ist ja dann meistens so.
Können wir mal stehen. Bauzaun wäre weg, könnte vielleicht sogar reichen, dass ich vorwärts da reinkomme. Ne? Augenblick. Platz. Muss hier hinter dem Dichte direkt da abladen. Wacken.
Loch gemacht, ja. Rüber nach Deidesheim von hier aus. Wieder gute 2 Stunden unterwegs. Lad dort einen Mobilbagger in 21 von Kunden quasi. Mehr oder weniger. Weiß allerdings noch nicht, wo der Bagger hingeht. Den habe ich jetzt gerade angerufen. Dem gesagt, dass ich meinen Vierachser dabei habe, meinen Vierachs-Tieflader, und das ist doch schon relativ eng alles dadurch. Wo der hin muss, weiß ich gerade nicht. Wie gesagt, aber der ist ja beim Laden dabei und dann passt das schon. In Wolfersweiler ist auch fertig. Die Baustelle ist komplett fertig. Da steht dann nur noch der Bagger. Ich gehe davon aus, dass wir den auch demnächst holen werden. Katastrophe. Ich muss jetzt hier wieder dort durchfahren. Hier eben kurz stand und den Akku getauscht habe, sind hier extrem viele Fahrzeuge durchgefahren. Bleiben hocke. Ratten der Lüfte. Bin ich da, jetzt ist es 10.35 Uhr. Könnte ziemlich
passen. Könnte ziemlich passen.
Alter, kommen da rüber. Kommen, fahren da rüber. Komm, fahren. Kollege mal anrufen. Sorry, was habe ich denn nicht dabei gehabt? Alle Fälle habe ich jetzt hier geladen. Okay, geht rüber nach Butterberg. Auch nicht wirklich schöne anfahren lässt. Aber ich muss da mal kurz anhalten. Gut. Anhalten muss ich eh nochmal. Weil ich eine Pause machen muss. Ich habe noch eine Stunde Fahrzeit. Wird nicht reichen bis nach Hause. Aus dem Leib geredet, ich habe weiß nicht was noch alles gemacht, nur ich habe nicht auf Aufnahme gedrückt. Ja, genau, das habe ich auch gesagt, blöde. Abgeladen, jetzt fahre ich, soll ich Richtung Heimat kommen. Sie ist jetzt gleich 2:30. Eine halbe Stunde fahre ich. Weil gleich bei der Gelegenheit tanken gehen, weil mein Tank ist jetzt doch relativ leer. Ich werde gleich die Reserve angehen. Bin ich auch nicht da. Zumindest habe ich den ganzen Tag Urlaub eingetragen.
habe ich den ganzen Tag Urlaub eingetragen. Aber wenn ich da halbe Tage arbeiten könnte oder so, mache ich das auch. Beispiel wieder einen Tag. Ich habe gerade umgesattelt. Dreiecks da drauf. Jetzt habe ich noch ein bisschen Fleißarbeit. Bei meinem Urlaub wurden alle Ketten getüft. Was kaputt war, ausgetauscht. Wie hier der Kettenspanner. Da hinten dran liegt noch. Alle habe ich denn nicht. Der ist so tief gelöst, ja. Da haben wir dasselbe vom Vierachser. Das sind die ganz dicke. Das mache ich heute nicht. Heute mache ich jetzt das dann noch. Alles wieder verräumen. Dann mache ich Feierabend. Bis morgen. Hi, willkommen am Dienstag. Ist 10 Minuten vor 7. Ich fahre gerade Rammstein in Rammstein. Die Ebbe ist rein und da bin schon drin. Den fahr dahin, wo wir den 94er geladen hatten. Damals, ja. Gute 3 Wochen her. Da steht der R022. Den hole ich jetzt raus. Ins Freie. Freiheit. Und dann, ich denke, der geht nach Hause. Ich weiß nicht genau. Vermute, danach fahre ich dann rüber nach Mannheim, hole den Mobilbagger. Der neue KMC kann auch raus. Ich weiß nicht, ob der heute schon rausgeht, aber das ist mit vielen Metern auf Reifen verbunden. Wir gehen rüber nach Wolfstein in eine Fabrik. Dahin, dann, was war noch? Der 956 fährt die Werkstatt, fährt heute hin und baut das Fahrwerk zurück. Wird auch die Tage gefahren werden. Schauen wir mal, was es alles gibt. Bin ich erstmal hier. Gucken, wie ich da reinkomme. Bleib mal vorne dran stehen. Die Wiese sollte fest sein. Ob ich da rückwärts reinkäme, ob das reicht, dass ich dann mit dem Bagger noch mal Tor auf, Moment. Bodenplatte bleibt anscheinend drin. Keine Ahnung. So. Mal gucken, wie wir uns hier reinzaubern. Ich hoffe, das geht rückwärts.
Hause mit dem Bagger. Da müssen zwei, drei Sachen repariert werden. Und wenn das dann gemacht ist, die Bremse aufgeht, danke. Und wenn das dann gemacht ist und dann geht er runter nach Bad Kreuznach an die Baustelle bei der Diakonie. Das sind eigentlich so viele Sachen, die gemacht werden müssen. Ich glaube nicht, dass das schnell geht. Keine Ahnung. Aber ich lasse mich auch gerne eines anderen belehren. So. Mach noch schnell die Airbags raus und dann melde ich mich wieder. Oh, wow. Sehr viel Mühe gegeben. Hier ist alles noch Zufahrt Airbase. Oder wo ich halt gerade fahre, Ausfahrt. Gebaut hier rein. Hier wird auch so gefahren stellenweise, also müsst die Ohren anlegen.